Servus, hallo liebe Freundinnen, Freunde, Bernd hier. Kommen wir zum Update Nummer 7 beim Thema Orchideen für 7 Wochen nicht gießen. Und ich denke mal, nicht weil ich die Pflanzen jetzt schon angeschaut habe, ich denke mal, dieses Experiment beenden wir jetzt hier an dieser Stelle, weil 8 Wochen müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, könnten wir vermutlich auch machen, nur kaum einer hat so lange Urlaub, so dass das eben für die meisten auch gar nicht mehr relevant ist, wie lange man die Orchideen vertrocknen lassen kann, ohne dass sie Schaden nehmen. Und deswegen beginnen wir jetzt mit dem Update. Wie in den anderen Videos auch, schauen wir uns die Pflanzen an und stellen dann fest, wie gut sie das Ganze überstanden haben, diese Quälerei. Und beginnen möchte ich mit einer Pflanze, die ist vor 3 Wochen oder nach 3 Wochen das erste Mal wieder gegossen worden. Man sieht auch, die Wurzeln sind jetzt durchaus grünlich bis silbern. Bedeutet, Stand heute kann man sie auch auf jeden Fall gießen. Ihr hört das frische, kühle, nass. Dann kommen wir zur nächsten. Heute machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Ui, die verliert jetzt aber Blüten. Oh, ich habe hier eine Kiste. Ja, was ist denn mit dieser schöne Pflanze? Ui, die hat das Herzblatt verloren. Die hat das richtig einschrumpeln lassen. Schade, schade. Wahrscheinlich war das Herzblatt einfach ein bisschen angegriffen. Das ist eine Pflanze, die ist nach 4 Wochen das erste Mal gegossen worden. Wir sehen aber auch hier in dem Fall, die Wurzeln sind hell, fast silbrig. Kann man also auch heute wieder gießen. Was man durchaus feststellen kann im Vergleich zu einer Pflanze, die nach 3 Wochen gegossen worden ist. Also hier ist das Blatt richtig glatt. Das hat der überhaupt null geschadet. Die Pflanze nach 4 Wochen, da ist das Blatt sogar noch ein bisschen gewellt. Bedeutet, der 4 Wochen nicht Gießschaden in Anführungsstrichen ist sogar später noch zu erkennen und wird sich vermutlich auch gar nicht mehr an den alten Blättern so sehr erholen. Das heißt, mit dem nächsten neuen Blatt, was jetzt hier leider das Herzblatt ein bisschen beschädigt ist, aber es wird sicherlich ein neues kommen, wird sich das herauswachsen. Man sieht auch, der Blütentrieb hier wird braun, bedeutet, wir können das abschneiden. Ich habe hier wieder meine kleine praktische Gartenschere, die ihr schon aus den anderen Videos kennt. Die kaputte Blüte macht man aus dem Übertopf raus. Hier kleinhandlich, super scharf, kann man überall mitnehmen, in die Hosentasche stecken. Richtig cool. Link in der Beschreibung. Jetzt füllen wir hier das Ganze wieder mit Wasser auf. Wir hören, es plätschert wieder wie ein schön kristallklarer Bergbach. Und dann gucken wir die nächste Pflanze an. Welche haben wir denn hier? Das ist eine, ebenfalls nach 3 Wochen. Das erste Mal wieder gegossene. Und dann wieder für eine Woche oder jede Woche regelmäßig gegossen worden. Hier ist sogar noch ein bisschen Feuchtigkeit im Topf. Das heißt, die hat es eigentlich bis jetzt noch nicht unbedingt nötig. Was wir aber sehen, die eine oder andere Wurzel ist jetzt langsam auch am Vertrocknen. Das heißt, die eine oder andere Wurzel hat sicherlich auch etwas gelitten unter der Aktion, mit 3 Wochen nicht gegossen zu werden. Ansonsten, der Pflanze geht es gut. Die Blätter waren ursprünglich schon auch so ein bisschen geriffelt und ja, ein neues Herzblatt macht sie noch nicht. Das wird noch dauern. Ich gehe mal davon aus, dass wir diese Pflanze in den nächsten Tagen aber auch umtopfen werden. Vor allem, wenn man jetzt hier sieht, dass da einige Wurzeln sind, die so ein bisschen Schaden haben. Nichtsdestotrotz, auch wenn da noch ein bisschen Feuchtigkeit im Topf ist, bin ich jetzt einfach mal so frei und gieße die Pflanze. Und da ich das Thema Umtopfen ja schon angesprochen habe, mache ich den Blütentrieb schon ab. Kann man eigentlich machen. Hat die Pflanze immerhin noch mehr Energie zur Verfügung. Da ich jetzt hier schon die eingetrockneten, faulen Wurzeln, wie auch immer, da was drin ist, muss man gucken, genauer hingucken, angesprochen habe, werden wir in den nächsten Videos das Thema Umtopfen noch einmal näher betrachten. Kommen wir zur nächsten Pflanze. Da schauen die Blüten auch gut aus. Also bisher sahen die Blüten, die noch vorhanden sind, ebenfalls richtig gut aus. Und jetzt gucken wir mal, was ist das für eine. Die ist erst nach 2 Wochen gegossen, oder was heißt erst, schon nach 2 Wochen gegossen worden. Und man sieht es auch, die Wurzeln schauen gut aus. Die Pflanze schaut gut aus. Die vorhandenen Blüten schauen echt auch noch gut aus. Will nicht sagen wie am ersten Tag, aber richtig schön.
Und der Blütentrieb hat hier auch noch eine aktive Knospe. Das heißt, der Pflanze geht es insgesamt gut. Die Wurzeln sind an sich auch noch ein bisschen feucht, aber wir gießen die jetzt trotzdem, dass wir so insgesamt jetzt auf den gleichen Gießrhythmus wieder zurückkommen. Gießkanne stelle ich mal aus dem Weg. Dann haben wir hier eine Kandidatin. Ich meine, es war auch nicht 2 Wochen. Nie, sogar nach 5 Wochen das erste Mal gegossen. Die hatte damals beide Blütentriebe eingebüßt. Von den Wurzeln her sehen wir, die sind jetzt auch noch schön grün. Bedeutet, die müssen wir heute auf jeden Fall noch nicht gießen. Das ist vielleicht in 2, 3 Tagen soweit. Im Moment ist das Wetter ja wieder so, dass es zwar tagsüber richtig heiß ist. Wir sehen auch, hier sind ein paar Wurzeln kaputt. Das heißt, auch die muss man demnächst mal umtopfen. Die Tage sind richtig heiß. Nachts ist wieder kühl. Das heißt, die Phase ist jetzt vorbei, dass die Pflanzen innerhalb kürzester Zeit komplett austrocknen. Und auch hier sieht man, die Blätter haben sich, obwohl sie 5 Wochen lang nicht gegossen ist, wieder recht gut erholt, sind auch wieder schön fest. Das heißt, die kriegt jetzt kein Wasser. Kommen wir zur nächsten. Das ist auch eine, die nach 5 Wochen gegossen worden ist, das erste Mal. In dem Fall, die hat ja extrem viele Wurzeln. Die hat da auch die Blätter relativ schadfrei. Man sieht zwar hier und da noch ein paar Rillen, aber die hat es eigentlich recht gut überstanden. Ihr seht auch, aufgrund dessen, wie vital so eine Pflanze ist, ist natürlich auch wichtig für die Pflanze, fürs Überleben. Umso vitaler sie ist, umso länger kann sie das Ganze natürlich aushalten. Sehr gut. Und auch die einzelne Blüte hier kriegt auch noch genug Energie, dass sie eben entsprechend schön ausschaut. Aber eine Blüte ist jetzt natürlich besser als keine, aber jetzt nicht so schick wie so ein riesengroßer, voll mit Blüten hängender Blütentrieb. Ja, die Wurzeln sind weiß. Das heißt, hier kriegt sie natürlich jetzt auch wieder Wasser. Da kriegt man selbst schon fast Durst, wenn man hier das Wasser hört. Jetzt kommen wir zur nächsten. Halt, da kriegt die noch das Etikettchen, dass wir das wissen. Die hier ist eine, die schauen wir uns gleich zum Schluss an. Dann haben wir hier eine, die ist nach 2 Wochen das erste Mal gegossen worden. An sich der Pflanze geht es gut. Blütentriebe hat sie soweit abgeworfen. Blätter sind auch fest, ist dann auch regelmäßig jede Woche dann wieder gegossen worden. Ihr habt es in den Updates gesehen. Das heißt, hier ist zwar noch ein bisschen minimal Restfeuchtigkeit drin, das heißt aber nicht, dass wir ihr nicht ein bisschen Wasser geben können. Kommen wir zur nächsten Pflanze. Glaube, das ist die, die noch, doch, die ist schon nach 4 Wochen gegossen worden. Da ist jetzt auch noch ein bisschen Feuchtigkeit im Topf drin. Man erkennt es an den grünen Wurzeln. Das heißt, hier müssen wir jetzt nicht unbedingt was gießen. Der Blütentrieb, ja, der stirbt jetzt auch so langsam ab. Können wir noch dran lassen. Die Wurzeln schauen weitestgehend noch in Ordnung aus. Die Pflanze auch. Also 4 Wochen sind auch völlig problemlos. Bekommt jetzt noch kein Wasser. Ist erst in 2, 3 Wochen soweit. Und ihr seht aber auch, wie unterschiedlich die Pflanzen insgesamt abtrocknen. Das hängt auch davon ab. Also natürlich haben die, wenn die aus einer Gärtnerei kommen und praktisch eine Charge ist, haben die vermutlich alle das gleiche Substrat bekommen. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass die Substratmischung nicht ganz einheitlich ist. Bedeutet, da wo ein bisschen mehr grobes Pinienrindensubstrat drin ist, das trocknet schneller. Da wo größere feine Anteile oder größere feine Anteile, mehr feine Anteile vorhanden sind, die halten natürlich aufgrund dessen, weil das ein bisschen dichter gepackt ist, deutlich länger die Feuchtigkeit. Jetzt kommen wir zu den beiden Orchideen, die jetzt 7 Wochen lang kein Wasser bekommen haben. Und ich muss sagen, die könnten es problemlos noch eine Woche locker aushalten. Aber ich habe ja Anfang vom Video gesagt, wir brechen dieses Video jetzt, oder diese Serie, machen wir jetzt hier einen Schlussstrich. Das Blatt hat noch genügend Feuchtigkeit vorhanden oder ist immer noch nicht so schlapp, dass es richtig, richtig vertrocknet ausschaut. Die Blütentriebe, klar, trocknen jetzt ein. Da kann man jetzt hergehen und abschneiden. Die Stäbe braucht man dann auch nicht mehr, die müssen ja nichts stützen. Bedeutet, die Pflanze hat es jetzt nach 7 Wochen endlich verdient, mal wieder gegossen zu werden.
und freut sich mit Sicherheit über das kühle Nass bei dem Wetter. Ist jeder Badespaß sinnvoll. Jetzt kommen wir zur nächsten Pflanze. Hier sehen wir, die Wurzeln sind richtig weiß. Ja, die hat zwar immer noch diesen Algenanteil. Dann sieht man hier dieses Grüne, was da irgendwie komischerweise die Feuchtigkeit trotzdem noch irgendwie hält. Die Blätter sind auch weitestgehend schlapp, aber man sieht jetzt hier, die hat ja schon so richtige Rillen im Blatt. Die hier hat immer noch keine Rillen im Blatt. Naja, vielleicht das Blatt hier, da sieht man das schon, vor allem von der Unterseite sieht man das. Aber auch die hier könnte es problemlos noch eine Woche aushalten. Das Problem bei der Sache ist nicht unbedingt, dass der Spross viel dramatischer ausschaut, sondern die Wurzeln leiden auch extrem darunter. Das heißt, je stärker die Wurzeln ausgetrocknet sind, dann dieses Velamen, was da drin ist, dieses schwammartige Gewebe von den Wurzeln, habe ich hier eine Wurzel, die ich hier operativ entfernen kann. Ach komm, nehmen wir die und schneiden einfach mal die Wurzel auf. Das Thema Orchideenwurzel kommt auch noch in einem der nächsten Videos. So, hier sehen wir dieses schwammartige Gewebe, dieses Grüne und in der Mitte ist so eine weiße Linie. Das ist praktisch die Haupthalteschnurverankerung der Pflanze am Baum. Und wenn, es ist sogar noch richtig grün, ja, also es fühlt sich richtig feucht an. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt darstellen könnte. Ich habe nichts. Ja doch, nehmen mal dieses Holz. Ihr seht hier, dieses Holz ist trocken. Jetzt gehe ich mit dieser feuchten Wurzel hier drüber. Und jetzt seht ihr, hier ist eine feuchte Stelle drauf. Bedeutet, es ist immer noch genügend Feuchtigkeit im Wurzelsystem. Und deshalb könnte diese Pflanze problemlos eine Woche, vielleicht sogar noch zwei Wochen aushalten, ohne wirklich akut Schaden zu nehmen. Und ich denke, mit dieser Videoreihe 7 Wochen lang nicht gießen, habt ihr den ultimativen Beweis dafür, dass zum einen die Orchideen das wirklich sehr lange aushalten, ohne zusätzlich gegossen zu werden. Das ist bis zu 7 Wochen, je nach Orchideenart natürlich. Und ihr habt den auch optimalen Beweis dafür, dass es vermutlich so ist, dass ihr eure Orchideen viel zu viel gießt. Was ist jetzt das Fazit aus diesem Experiment? Das Fazit. Wir nehmen jetzt mal eine, die richtig viele Blüten noch hat, nämlich diese hier. Das Fazit ist, nee, Moment, wir nehmen noch eine, die gar keine Blüten hat. Das Fazit ist, wenn eure Orchidee am Blühen ist, ist es natürlich besser, wenn ihr eure Orchideen alle 2 Wochen im Rhythmus gießt, vielleicht sogar auch jede Woche. Das ist abhängig davon, wie heiß es draußen ist, wie schnell das Ganze abtrocknet. Ihr könnt nämlich die Pflanze dann einfach nehmen und hochhalten und merkt, oh, da ist ja noch Gewicht drauf. Wenn ihr so eine Pflanze habt, die komplett trocken ist, die fühlt sich auch richtig leicht an und dann wisst ihr, jetzt sollte ich gießen. Natürlich könnt ihr das Ganze auch anhand der Wurzelfarbe beurteilen. Das ist der Vorteil vom durchsichtigen Topf, auch wenn eine Phalaenopsis keinen durchsichtigen Topf benötigt. Das mit der Photosynthese in den Wurzeln ist an und für sich Quatsch, denn die funktioniert nur, solange die Wurzeln feucht sind. Und da die meisten von euch ihre Orchideen auch in solchen Übertöpfen kultivieren, kommt eh kein Licht an die Wurzeln. Von daher ist das vernachlässigbar. Das Fazit ist also, Orchideen halten es problemlos für mindestens 6 Wochen aus, ohne gegossen zu werden. Im Winter geht das sogar noch deutlich länger, vorausgesetzt sie stehen in einem Raum, der nicht so extrem geheizt ist, beziehungsweise die Pflanze nicht direkt über der Heizung steht. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Für euch weniger gießen ist mehr. Die Pflanze fühlt sich besser, die Wurzeln sind gesünder, die Wurzeln haben auch die Aufgabe, dann noch mehr Wurzelmasse auszubilden. Und ihr habt gesehen, bei der Pflanze, die richtig viele Wurzeln hatte, diese hier, die kann das ganz problemlos wegstecken, 7 Wochen nicht gegossen zu werden. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen, schreibt es gerne in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben. Hier ist das Herzchen, hier könnt ihr draufdrücken, das Projekt unterstützen, auf die Webseite gehen, mir einen Kaffee ausgeben oder die Kanalmitgliedschaft nutzen und das Projekt zu unterstützen. Und im nächsten Video, da steht schon die nächste Orchidee. Zufälligerweise habe ich das vorbereitet. Und zwar hier dieses wunderschöne rosa pinke Orchideechen. Wenn ihr das auch sehen wollt, Kanal natürlich. Abonnieren, hier unten diese Glocke drücken, dann wisst ihr sofort, wann das Video online ist. Bis dahin und tschüss.